Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein echtes CO2-Limit, ein nationaler Emissionshandel, der zwar so heißt, aber keiner ist, und nun 4,3 Milliarden Euro als Entschädigung für die Energiekonzerne im Rahmen des politisch gewollten Kohleausstiegs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ergebnis planwirtschaftlicher Klimapolitik dieser Bundesregierung. Im Klimapaket der Bundesregierung sucht man vergeblich nach Marktanreizen. Das Motto scheint zu lauten: Kosten rauf, Nutzen runter. Und ich weiß, dass für viele hier im Haus es schwer zu akzeptieren ist, dass ein Handelssystem eben effizienter, kostengünstiger und am Ende eben auch sozialer ist als all die gut gemeinte Symbolpolitik zusammen. Und spannend in diesem Zusammenhang auch die Einschätzung des Thinktanks Agora Energiewende, der im Übrigen völlig unverdächtig ist, uns in irgendeiner Art und Weise nahezustehen. Denn dort wird die Entwicklung der deutschen CO2-Emissionen etwa so zusammengefasst: Dort, wo der EU-Emissionshandel wirkt, sinken die CO2-Emissionen rapide. Wo Regulierung und Planwirtschaft herrschen, da steigen die Emissionen. Und so haben die Kohlekraftwerke durch die steigenden Zertifikatspreise rapide an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ja, das ist der Anfang vom Ende der Kohle, marktgetrieben, ganz ohne staatliche Regulierung, ganz ohne Kommission, gar ganz ohne nutzlose Symbolik. Außerdem ganz ohne Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber in Höhe von, ich muss es noch mal sagen, 4,3 Milliarden Euro, die dann natürlich auch fehlen im Rahmen der notwendigen Strukturanpassung in den betroffenen Regionen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Markt kann es hier tatsächlich regeln. Es überrascht Sie sicherlich auch nicht, dass wir, vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, als einen der ersten Anträge hier genau gefordert haben, eben die Sektoren Verkehr und Wärme in den EU-Emissionshandel einzubeziehen. Ganz konkret formuliert, wäre Deutschland 2017 unserem Antrag gefolgt, dann sähe es heute weitaus besser aus bei der Erreichung der deutschen Klimaziele. Und mittlerweile stoßen wir sogar in Brüssel auf offene Ohren. Am Mittwoch hat hier der EU-Klimakommissar Timmermans im Umweltausschuss den Emissionshandel als Erfolgsgeschichte bezeichnet. Und er hat recht. Neben Marktanreizen braucht es auch endlich echte Technologieneutralität. Und da ist die CO2-Minderung alternativer Kraftstoffe ein Weg, der endlich in die EU-Flottengrenzwerte aufgenommen werden muss. Denn für uns muss sicher sein, Elektromobilität ist eben eine von vielen Alternativen, mehr aber auch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung und aus der Koalition, Planwirtschaft führt uns nicht zum Ziel. Mit Planwirtschaft verlieren wir die gesellschaftliche Akzeptanz für den Klimaschutz. Also geben Sie sich einen Ruck, denn richtig müsste doch das Motto lauten: Nutzen rauf, Kosten runter. Erweisen Sie der Marktwirtschaft auch im Klimaschutz den Respekt, den sie verdient. Unser Antrag bietet Ihnen hier die notwendige Orientierung. Vielen Dank. Dr. Georg Nüßlein, CDU-CSU, der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, lieber Herr Sitter, natürlich kann man mit der kleinen Trommel dem Musikchor hinterherlaufen und glauben, man sei der Tambourmajor. Das geht. Man kann natürlich auch bei der Gelegenheit die gleiche Melodie spielen, die wir übrigens auch spielen, was schon mal gar nicht schlecht ist. Blöd ist, wenn man es bei der Gelegenheit zeitversetzt spielt, also ein bisschen hinterher. Das kommt nicht ganz so gut. Und deshalb hätte es mich wenigstens gefreut, wenn Sie es nicht in Ihrem Antrag machen, hätte mich schon gefreut, dass Sie jetzt bei der Rede wenigstens anerkennend gesagt hätten: Jawohl, die CDU-CSU hat in dieser großen Koalition dafür gesorgt, dass der ETS angelegt wird, dass wir einen Emissionshandel, nicht lachen, zuhören, ist viel geschickter, ja, angelegt wird, dass wir den organisieren, im ersten Schritt national, um dann den Anschluss an einen europäischen Emissionshandel zu bekommen.
Das müsste aus Ihrer Sicht doch richtig sein. Nun, ich weiß natürlich, dass Loben nicht der Aufgabe der Opposition ist, aber gefreut hätte es mich trotzdem, wenn Sie es so deutlich gesagt hätten. So. Nun, sage ich Ihnen, für uns ist dieser Emissionshandel genauso wichtig wie für Sie, weil wir auch der Überzeugung sind, dass wir damit zu Technologieneutralität finden, wenn wir ihn ausreichend ausweiten, dass wir dazu kommen, dass, wenn man ihn europäisch organisiert, dass wir keine Wettbewerbsnachteile organisieren durch unseren Klimaschutz. Und das ist ganz wichtig, dass wir zu Klimaeffizienz kommen. Also sprich, dass wir dort CO2 einsparen, wo es mit den niedrigsten Grenzkosten funktioniert, wo wir also mit dem einen Euro, den wir einsetzen, die größte Wirkung haben. Und das ist etwas, was wir für ganz, ganz entscheidend halten und was uns auch dazu gebracht hat, im Diskurs innerhalb der Koalition zu sagen, wir setzen nicht auf Steuern. Nun haben wir eine Übergangsphase mit einem Festpreis. Über diesen Kompromiss kann man diskutieren. Nur hat die Opposition halt auch offenkundig leichter lachen als eine Koalition. Denn letztendlich lebt eine Koalition von Kompromissen. Und hätten wir keinen gemacht, hätten sie geschrien, sie sind nicht regierungsfähig. Ich sage Ihnen, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich sage Ihnen auch, warum wir ganz explizit gegen eine CO2-Steuer sind. Eine Steuer dient der Einnahmenerzielung durch den Staat. Nichts anderes. Für nichts anderes ist eine Steuer da. Einnahmenerzielung durch den Staat. Und wenn Sie von den Grünen das jetzt schwierig sehen, dann weise ich darauf hin. Ihre Ökosteuer, ja, in der heutigen Form der Energiesteuer, sorgt noch immer dafür, dass die Energiewende unter Kostengesichtspunkten nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Doch immer das Gleiche. Normalerweise müssten wir dann, wenn das ging, damals ging es darum, weniger Strom zu verbrauchen. Jetzt haben sich die Zeiten geändert. Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen hin zu regenerativem Strom. Jetzt ist Ihre Ökosteuer plötzlich am Weg an der Stelle. Und wir sind nicht beweglich genug, denn so ist der Staat. Wenn wir mal die Einnahmen haben, dann werden die Gelder, die da kommen, ausgegeben und wir haben keine Idee, wie wir das dann refinanzieren sollen. Deshalb ist es auch richtig, über den ETS, Was soll die Aussage Ihrer Rede? Ja, hören Sie mir zu. Deshalb ist es richtig, die Stromsteuer abzusenken über das, was wir im Rahmen des ETS an Geld generieren. Auch das ist etwas, was nachher der grüne Redner entsprechend loben kann und sagen kann, jawohl, das ist der richtige Weg. Das ist etwas, was Sinn macht. Denn wenn wir hinwollen zu einer Wirtschaft, wo der Strom, weil regenerativ gewinnbar, eine größere Rolle spielen wird, muss man dafür sorgen, dass hier entsprechende Kostennachteile beseitigt werden. Ich fürchte nur, dass all das, was man auf dem Wege tun kann, nicht ausreichen wird, um die hohen Kosten gegenzufinanzieren, die wir in dieser Umstellung Phase von der konventionellen Stromerzeugung hin zur regenerativen tatsächlich erleben wollen. Ich sage aber auch, meine Damen und Herren, nicht alles kann an der Stelle der Markt. Sie haben richtigerweise, Herr Sitter, angesprochen, das Thema Strukturwandel. Ich bin froh, dass wir uns an der Stelle einig sind, dass wir da etwas tun müssen jenseits des Marktes. Ich sage auch, eine Mengensteuerung ist zwar gut, aber wir haben nie im Griff, wo sich dann am Schluss die Preise hinentwickeln. Und ich weise darauf hin, welcher Sprengstoff politisch und sozialer Art drin ist, wenn wir nicht im Griff haben, wie teuer der Sprit an den Tankstellen wird beispielsweise. Das heißt umgekehrt aber, wir müssen für Alternativen sorgen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Fahrzeuge mit niedrigem Verbrauch, dass Fahrzeuge elektrisch getrieben, aber eben auch mit alternativen Kraftstoffen getrieben, entsprechend Alternativen so darstellen, dass sich die Menschen die Mobilität leisten können. Ich weise explizit darauf hin, dass meiner festen Überzeugung Markt in dem Zusammenhang ein wichtiges Schlüsselwort ist.
Aber Markt allein wird es am Ende nicht richten. Wir von der CDU-CSU haben immer im Blick auch den sozialen Themen, die sich rund um dieses Thema spannen. Und wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger nicht überfordern, sondern dafür sorgen, dass sie sich beispielsweise Mobilität, dass sie sich aber ganz genauso auch das Heizen ihrer Häuser in Zukunft noch leisten können. So, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die hier höher war, wie da, wo es eigentlich notwendig gewesen wäre. Vielen Dank. Jetzt erteilt das Wort dem Kollegen Marc Bernhard, AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Greta bringt Angst in die Werkshallen, Angst um den eigenen Arbeitsplatz, Angst für diejenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit und ihren Steuern unser Land am Laufen halten. Und was machen Sie hier im Bundestag? Statt für sichere Arbeitsplätze zu sorgen, sorgen Sie lieber dafür, dass die Arbeiter und Steuerzahler auch allen Grund haben, Angst, Wut und Verzweiflung zu spüren. Und genau so geht es auch den Familienvätern Wolfgang und Andreas. Beide sind Anfang 40, haben mehrere kleine Kinder und tragen Verantwortung für ihre Familien. Sie arbeiten noch bei einem der vielen wichtigen Zulieferbetriebe und werden von den Auswirkungen der Klimahysterie völlig überrollt. Alleine in ihrem Unternehmen wurden bereits mehr als 2000 Kollegen auf die Straße gesetzt. Sie haben nicht nur Angst vor der Zukunft, sie stehen ganz konkret vor dem Arbeitsplatzverlust und wissen nicht, von welchem Gehalt sie morgen die Miete, den Strom oder die Monatskarte für die Kinder bezahlen sollen. Das sind die ganz realen Sorgen der Menschen in unserem Land. Aber Sie ignorieren das einfach und zerstören mit Ihrer Klimahysterie das Fundament unseres Wohlstands. Ob Sie den Ablasshandel nun CO2-Steuer nennen oder wie Sie jetzt von der FDP Zertifikatehandel. Sie ändern doch nur den Beipackzettel. Aber das Gift, das unsere Arbeitsplätze vernichtet, bleibt immer das Gleiche. Die Autoindustrie, der neue Antichrist der Klimasekte, sichert Millionen von Menschen in unserem Land den Arbeitsplatz. Und genau hier haben sie mit ihrer Gängelei und der de facto Abschaffung des Verbrennungsmotors bereits ab dem nächsten Jahr den Sargnagel für die Zukunft unserer Kinder eingeschlagen. Und das, obwohl E-Autos schon bei der Herstellung, noch bevor sie vom Band laufen, so viel CO2 verursacht haben wie ein Diesel nach 100.000 Kilometern. Und wieder sind uns die Chinesen einen Schritt voraus und verabschieden sich vom Irrweg der E-Mobilität. In Deutschland dagegen wird uns die von Ihnen aufgezwungene Umstellung auf E-Autos nach den Schätzungen des Beratergremiums der Bundesregierung mehr als 400.000 Arbeitsplätze kosten. Und was verbessert Ihr Antrag jetzt an dieser Situation? Nix. Überhaupt gar nichts. Nein, ganz im Gegenteil. Nach dem Willen der FDP sollen die Gelder unserer Bürger nun sogar noch durch die Hände der Brüsseler Bürokraten und Lobbyisten geschleust werden. Die Regierung hat mit der CO2-Steuer eine Steuer auf das Leben eingeführt. Und Sie von der FDP wollen diese Abzocke nun zu einem Zertifikategeschäft für Spekulanten machen. Unersättlich verteuert die Große Koalition das Leben der Menschen, zerstört Arbeitsplätze, drängt ganze Schlüsselindustrien zur Abwanderung. Unsere Zukunftsperspektiven werden auf dem Altar der Klimareligion geopfert. Und das Einzige, um was sich die FDP Sorgen macht, ist, diese Abzocke auf die ganze EU auszudehnen. Hören Sie auf mit Ihrem Etikettenschwindel und kümmern Sie sich endlich um die hart arbeitenden Menschen da draußen, die unser Land jeden Tag am Laufen halten. Nächster Redner ist der Kollege Klaus Mindrup, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Bernhard, ich bin wirklich fassungslos. Die Wälder in Australien brennen, Brasilien hat gebrannt, unsere Wälder haben gebrannt, Kalifornien, Nordamerika, die Ozeane erwärmen sich. Wir sehen, dass der Klimawandel stattfindet. Das ist erwiesen und bewiesen und Sie werden Ihrer Verantwortung hier nicht gerecht. Das ist eine Unverantwortlichkeit für kommende Generationen. Aber jetzt komme ich zur FDP. Als ich Ihren Antrag durchgelesen habe, war ich froh, dass sich Herr Lindner bei den Jamaika-Verhandlungen in die Büsche geschlagen hat. Das, was Sie hier vorlegen, ist ein Antrag der sozialen Kälte. Sie wollen dem Strukturwandel allein den Markt überlassen, einem anonymen Markt. Sie wollen nichts steuern. Sie lassen die Menschen und die Regionen beim Strukturwandel allein. Und das ist mit der SPD nicht zu machen. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir mit Geld nicht umgehen können, muss ich Sie daran erinnern, wie teuer Ihr Atomausstieg aus dem Atomausstieg war. Da bezahlen wir noch Jahrzehnte für, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin froh, dass wir jetzt ein Klimaschutzgesetz haben. Das Klimaschutzgesetz ist das Fundament unserer Klimapolitik. Wir haben zum 1.1. das Bahnfahren teurer gemacht, weil es umweltfreundlich ist. Wir haben das Fliegen teurer gemacht. Wir investieren Milliarden in die Bahn. Das macht diese große Koalition. Wir verbessern den öffentlichen Nahverkehr. Wir bringen dieses Land voran. Wir haben endlich die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung hinbekommen. Wir stocken die Fördermittel auf für die energetische Gebäudesanierung. Wir gehen voran. Und wir haben den Emissionshandel eingeführt, auch für die Brennstoffe und für den Verkehr. Und ab 2027 gibt es dort einen echten Deckel und eine vernünftige Übergangsphase, die das Ganze auch sozialverträglich macht. Klimaschutz trägt den Namen dieser Regierung, trägt den Namen der SPD, weil wir sind die, die hier vorangegangen sind. Und die Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht natürlich weiter. Jetzt geht es mit dem Kohleausstiegsgesetz voran. Ich hoffe, wir bekommen bald den entsprechenden Entwurf aus dem Bundeskabinett. Dann kommt das Gesetz zur Förderung des Strukturwandels in den Kohleregionen. Wir werden das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz verbessern. Wir bekommen das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Gebäudeenergiegesetz. Wir werden die Elektromobilität im Wohneigentumsgesetz fördern. Und es wird weitere Gesetze geben, denn dieses Land muss klimafreundlich umgebaut werden. Und ich bin Franz Timmermans sehr dankbar, dass er hier bei uns war im Umweltausschuss und gesagt hat, man darf in erster Linie nicht an die Kosten denken, man muss an das Ziel denken. Und er hat an die deutsche Einheit, an die friedliche Revolution appelliert. Und damals haben wir es auch gemacht, haben gesagt, es ist notwendig und es hat am Ende funktioniert, auch wirtschaftlich. Das ist ein gutes Beispiel und die Solidarität von Franz Timmermans und der Europäer ist an unserer Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der FDP-Antrag, den wir hier hören, haben wir ja schon mehrfach oder diskutieren, haben wir ja schon mehrfach gehört. Ich frage mich jetzt an die Kolleginnen und Kollegen an der FDP, wissen Sie es nicht besser oder wollen Sie es nicht besser wissen? Ich habe in der Schule gelernt, falsche Lösungen werden nicht dadurch richtig, dass man sie immer wiederholt. Und jetzt fangen wir mal an mit dem europäischen Emissionshandel. Ihre Erfolgsgeschichte. Ich bin ja auch ein Unterstützer des europäischen Emissionshandels. Er ist im Jahr 2005 eingeführt worden, 2017 reformiert worden, deswegen funktioniert er jetzt besser. Barbara Hendricks, die Umweltministerin der SPD, hat damals dafür gekämpft, dass dieser Emissionshandel schärfer wird. Aber begonnen wurde er im Jahr 2005. Und wenn Sie in das Jahr 2005 schauen, gab es damals noch kostenfreie Zuteilung für Kohle- und Gaskraftwerke von Emissionszertifikaten. Warum war das damals so? Das war damals so, weil es keine Alternative gab. Aber in Deutschland hat man im Jahr 2000 mit Wirksamkeit zum 01.01.2002 das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt. Die SPD und Hermann Scheer waren das. Und damit gab es eine Alternative, Kraftwerke ohne fossile Emissionen zu betreiben. Und das hat heute dazu geführt, weil es diese Alternative gibt, dass es diese kostenfreien Zuteilungen der Emissionszertifikate nicht gibt. Und wenn Sie sich anschauen, was im letzten Jahr passiert ist, war es auf der einen Seite der Siegeszug der erneuerbaren Energien, der zur Senkung der Emissionen geführt hat. Das hat dazu das ist dem Erneuerbaren Energiengesetz zu verdanken, dem Einspeisevorrang vor allen Dingen der erneuerbaren Energien, der Feed-in-Vergütung einen vernünftigen Ausbaufahrt. Das hat nichts mit dem Emissionshandel zu tun, das haben wir hier gemacht. Was der Emissionshandel bewirkt hat, ist ein Umstieg von Kohle auf Erdgas, weil die Brennstoffe günstiger geworden sind. Nur da sehen Sie den Einfluss. Das zeigt, dass der europäische Emissionshandel oder ein Emissionshandel kurzfristig wirkt, aber die langfristige Sicherheit bringt er nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Nein, die Fakten sind eindeutig, kann man ganz klar sehen. Das sieht man nämlich jetzt auch an der Debatte, die wir haben darüber, wie wir unsere Industrie umstellen. Wir wollen als Sozialdemokraten unsere Stahlindustrie erhalten, wir wollen unsere Zementindustrie erhalten, unsere Kupferindustrie, unsere Chemieindustrie, unsere Aluminiumindustrie. Aber sie soll klimafreundlich sein. Und im Augenblick bekommen die noch überwiegend kostenfreie Zertifikate. Das geht natürlich nicht. Wir müssen die umbauen. Deswegen sagt die EU, wir müssen unseren Markt schützen. Und das muss man europäisch machen. Wir sind nämlich ein europäischer Wirtschaftsraum. Und deswegen die Debatte auf der einen Seite Forschung und Technologie für Wasserstoff voranbringen, alternativer Technologien, Ausbau der Erneuerbaren, aber dann sagen, Umweltdumping darf es nicht geben und wir gucken an der Grenze des europäischen Wirtschaftsraums, dass hier keiner mit CO2-Dumping reinkommt. Das kann man nicht einfach einem Markt überlassen. Ein Markt braucht Regeln und da sehen Sie, ist die EU an unserer Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was wir jetzt brauchen, und das wird die Debatte in den nächsten Monaten zeigen, wir brauchen ganz klar einen Ausbau der Erneuerbaren im Strombereich. Und keine geschönten Stromprognosen, wo man davon ausgeht, dass der Stromverbrauch in Deutschland sinkt. Strom ist eine Effizienztechnologie. Wir brauchen Strom im Verkehr, übrigens auch im Nahverkehr. Und dass in Bayern dann noch Dieselloks fahren, das geht nicht. Das muss wie in Schleswig-Holstein umgestellt werden. Wir werden Strom auch in der Chemieindustrie brauchen. Die Chemieindustrie braucht mehr Strom, als wir im Augenblick in Deutschland produzieren. Und wir können das schaffen, erneuerbar, weil die Erneuerbaren gehen voran und werden immer effizienter, werden immer kostengünstiger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt komme ich noch im letzten Satz zum FDP-Antrag. Wenn Sie jetzt sagen, wir sollen den europäischen Emissionshandel auf den Verkehr ausweiten, das sagen Ihnen alle Sachverständigen, dann kaufen sich die SUV-Fahrer frei und die deutsche energieintensive Grundstoffindustrie geht pleite. Das ist Unsinn. Das ist industriepolitisch und sozialpolitisch unverantwortlich. Und ich komme jetzt zum Ende und möchte Willy Brandt zitieren. Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächster Redner ist der Kollege Lorenz Bartel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die FDP legt einen Antrag vor, um den Weg aufzuzeigen, wie man von Deutschland aus vermeintlich das Weltklima retten kann. Der Grundgedanke, das Klima überhaupt über eine Verringerung der CO2-Emissionen maßgeblich beeinflussen zu können, ist absurd und wird von immer mehr unabhängigen Wissenschaftlern abgelehnt. In dem Antrag finden sich zwei Forderungen, denen wir uns anschließen. Erstens den Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vorzulegen, zweitens den gesetzlichen Ausstieg aus der Kohlestromversorgung nicht weiter zu verfolgen. Der Rest ist Murks und zeugt davon, dass Sie sich im Gegensatz zu Ihren Parteikollegen im Jahr 2010, die hatten noch Eier, mit den wissenschaftlichen Grundlagen nicht befassen, sondern der von den Neosozialisten mit Unterstützung der Leitmedien und des Staatsfunks entfachten Klimahysterie hinterher hecheln. Dabei wäre es relativ einfach, die notwendigen Informationen in der Literatur zu erlangen, zum Beispiel von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde, ein IPCC-Exposé der kanadischen Journalistin Donna Laframboise, Propheten im Kampf um den Klimathron, wie mit Urängsten und Geld um Macht gekämpft wird, von Diplom-Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne, langjähriger Wettermoderator des ZDF, Klimawandel, Gewissheit oder politische Machenschaft, Dr. Helmut Böttiger, die Klimaverschwörung, der größte Klimawissenschaftsskandal der Neuzeit, von Harry Y.G. Olsen, der Klimaschwindel, Erderwärmung, Treibhauseffekt, Klimawandel, die Fakten von Kurt G. Büchel, die Klimalüge, Wolfgang Burgleitner, die erfundene Katastrophe ohne CO2 in die Ökodiktatur, Günter Vogel, Klima, der Weltuntergang findet nicht statt, Gerd Gantefer, Fakten, nichts als Fakten, globaler Wärmung oder globale Verblödung der Menschen, Otto Hahn, blauer Planet im grünen Fesseln, was ist bedroht, Klima oder Freiheit, vom ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus, The Political Incorrect Guide to Climate Change, Mark Morano und nicht zu vergessen, die kalte Sonne, warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet, von Fritz Fahrenhold und Sebastian Lüning. Fritz Fahrenhold ist SPD-Mitglied, promovierter Chemiker und hat aufgrund seiner langjährigen leitenden Tätigkeiten in verschiedenen Umweltbehörden laut Wikipedia den Eindruck gewonnen, dass, ich zitiere, die Warnung vor der globalen Erwärmung nur ein Mittel ist, um Klimaforschern Arbeitsplätze, Prestige und Forschungsgelder zu verschaffen.
Die Informationen in diesen und vielen anderen Büchern von Autoren, die geschätzte Mitglieder der Wissenschaft, Politik und Journalistik sind, beziehungsweise waren, interessieren Sie nicht. Sie saugen eher die absurden Aussagen von neosozialistischen Weltuntergangspropheten wie Jan Timmermans auf, Inhalte von Modellen zu Teilaspekten der Gesamtproblematik, die aber in den vergangenen 30 Jahren nicht eine einzige schlüssige, beweiskräftige und von unabhängigen Kollegen positiv begutachtete Monographie zu diesem Thema vorweisen können. Es ist völlig unverantwortlich, auf derart brüchiger und unqualifizierter Grundlage so weitreichende Entscheidungen zu den CO2-Emissionen zu treffen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und den Wohlstand der Verbraucher in großem Umfang und irreversibel schädigen. Und was Sie sonst noch in Ihrem Antrag fordern, ist einfach eine andere Art, die deutsche Wirtschaft abzuwürgen. Die Neosozialisten in den anderen Parteien führen die deutsche Wirtschaft zum Schafott und Sie dem Galgen zu. Das Ergebnis ist das gleiche, der Tod der deutschen Wirtschaft oder die Flucht ins Ausland. Das passiert bereits massenhaft, beziehungsweise laufen die Vorbereitungen dazu. Und Sie stellen sich dem nicht etwa entgegen, sondern denken sich einfach wohlklingendere Maßnahmen aus. Viel Spaß 2021 auf den Zuschauerrängen dieses Bundestages, liebe FDP. Timo Gremmels, SPD.